Da bin ich ja. So, ich warte ja immer ein bisschen, ob das ist, aber das hat ja wunderbar geklappt. Einzigen um neun. Guten Morgen miteinander. Die besinnliche Zeit hat begonnen. Ich wünsche euch von Herzen eine gesegnete Weihnachtszeit und alles, alles Gute und ganz, ganz viel Gesundheit für eure Familien, für eure Liebsten, Freunde, Kolleginnen und Kollegen und was auch immer ihr alles habt. Hunde, Hauskatzen. Und so weiter und so fort. Ja, habt ihr gut gefeiert? Oh, ich muss euch hier noch vorstellen. Das ist mein neuer Freund, Rudi. Und wir zwei haben eigentlich ziemlich gut gegessen in diesen Tagen. So sehr, dass bei ihm ein bisschen eine Nase rausgekommen ist. Die war ein bisschen kleiner. Ja, Rudi und ich machen heute das Einsingen. Er ist schon bereit, er möchte schon mit euch einsingen. Aber bevor wir beginnen, noch eine kleine Sache. Wir haben ja immer den Adventskranz gehabt hier. Und jetzt ist ja der Advent schon vorbei. Ich möchte aber in dieser Zeit und noch bis plus minus Ende Januar trotzdem noch ein Lichtlein haben für euch, weil es ist halt schon diese Zeit, die wirklich am dunkelsten ist. Wir kennen das ja alle, das Januarloch. Es gehen nicht mehr so viele Lichter an wie im Dezember. Und ich sage mir, komm, ein Kerzlein in dieser Zeit, im Januar, das vertreibt Kummer und Sorgen und wir freuen uns dann noch umso mehr auf den Frühling. Und der Frühling kommt dann noch schneller. Das ist bewiesen, hab ich gesehen. Es gibt Studien davon. Ja, absolut. Komm, wir strecken uns in alle Richtungen. Rudi, du auch. Die Hörner strecken. So. Und nach hinten. Und nach vorne. Und lösen. War das? Leckere Weihnachten und schöne Weihnachten natürlich. Komm, wir gehen nach unten. Wir müssen ja, oder man in dieser Zeit wird man ein bisschen träge, müde, man weiß nicht, was machen. Und wir sagen uns, kommt, in dieser Zeit müssen wir aktiv bleiben. Wir gehen nach unten, klopfen die Beine, Oberschenkel, den Bauch von Rudi, die Öhrchen von Rudi. Die Hörner machen einen Ton. Nehmen den einen Arm, den anderen Arm. Den Kopf nur mit den Fingern, das Gesicht, überall, hier oben auch. Und die Ohren. Da grinst Rudi schon. Moment, Rudi, auch für dich. So, wunderbar. Geht's besser? Ja? Gut, okay. Wir machen eine Übung, die wir schon lange nicht mehr gemacht haben, und zwar ganz einfach einatmen und auf H schnell wieder ausatmen. Ganz wichtig dabei ist, ich wiederhole mich, ich weiß, dass wir nicht drücken. Beim Ausatmen wird nicht gedrückt, sondern wir lassen einfach die Luft entweichen. Atmen ein, schön tief in den Rudi und dann ausatmen. Und das geht einfach raus. Die Luft möchte raus. Wenn wir gut einatmen, dann möchte die Luft wieder raus und dann lassen wir die Luft wieder raus. Nochmals einatmen. War das schön. Habt ihr eine Messe besucht oder habt ihr zu Hause singen können? Ja, natürlich habt ihr singen können mit Barbara am 24. Hat sie das nicht toll gemacht? Und ich muss einfach für euch alle sagen, normalerweise sind wir zu dritt und wir machen das zu dritt, so einen Kanon singen. Und es ist sehr, sehr mit sehr viel Arbeit verbunden, so etwas, wie auch schon beim letzten Kanon singen. Aber jetzt war Barbara alleine. Alleine war diese Frau. Und so gut hat sie das gemacht. Jetzt sofort Herzchen in den Chat. Das braucht keine 2 Sekunden. Und wir zeigen ihr, was wir davon halten, von diesem Weihnachtssingen. Es war fantastisch. Barbara, hier noch einmal Grüße. Toll gemacht. Man lernt nie aus bei dir. Wir atmen ein und auf SCH aus.
Wir lassen die Luft einfach entweichen. Was passiert ist, wenn ich nicht drücke, dann kann beim SCH auch nicht so viel Luft rausgehen. Das heißt, es geht ein bisschen länger. Der Ausatmen-Atemprozess. Noch einmal. Ich drücke nicht. Würde ich drücken, dann würde das hier passieren. Aber das möchten wir nicht. Ein letztes Mal auf S. Da haben wir noch mehr Widerstand. Es geht noch länger. Einatmen. Rudi, du auch. Und. Gegen Ende nimmt das ein bisschen ab. Das ist völlig normal. Ihr steuert das ja nicht von selbst, oder? Es ist wie ein Luftballen. Den lässt man einfach los oder hat ein kleines Gewicht, dann macht er und gegen Schluss nimmt es dann ab. So soll das sein. Ganz, ganz wichtig. Wieso mache ich das mit euch? Ich möchte, dass ihr auch mal erfährt, wie das ist oder wie viel Energie eigentlich die Luft hat, wenn ihr nicht drücken müsst. Und das ist schon ziemlich viel, oder? Und eigentlich müssen wir lernen, von dieser Seite her zu gehen, als von der oberen Seite, also nicht vom Drücken hergehen, sondern mal zu erfahren, wie ist das eigentlich, wenn man eigentlich gar nichts macht? Ah, der Ton kommt trotzdem. Ah, okay. Und dann entwickeln wir ein ganz anderes Verhältnis. Also wir kommen aus der Entspannung her und bauen dann auf. Und nicht aus der Spannung und müssen dann abbauen. Versteht ihr, was ich meine? Und weil dann, wenn ihr dann ein bisschen mehr geben müsst, wie bei den Übungen mit Barbara und Julia, dann geht ihr viel, viel bedächtlicher und sanfter an die ganze Sache dran. Aber ich weiß, ihr macht das wunderbar. Das Essen war genial, oder Rudi? Jawohl, genau. Das Essen war super, es war so gut. Wenn ich heute noch daran denke, dann sage ich mir immer... herrlich. Zusammen. Und manchmal habe ich so das Gefühl, ich habe noch so ein bisschen Fondue Chinoise oder Stroganoff oder sonst irgendetwas noch im Mund und kaue noch ein bisschen dran. Von da. Zwei Sachen. Erstens, wenn ich an das leckere Essen denke, dann kann ich nicht ein Gesicht machen wie, keine Ahnung, was ist so ein, wie wenn ich Überstunden machen muss in der Arbeit, sondern ich habe ein Lächeln im Gesicht und ich habe einfach Freude, das war einfach schön, alleine oder zusammen, spielt keine Rolle, das Essen war bestimmt lecker. Zweitens, jetzt probieren wir, machen wir das M und denken uns, als hätten wir eine heiße Kartoffel im Mund. Das heißt, wir drücken das Gebiss nicht zusammen, sonst bleibt einfach schön offen. Oder anders gesagt, wir haben einen A-Mund, aber die Lippen machen zu. Wir denken aber immer noch an das Essen. Yes, sehr gut, auf U. Und da. Vor allem, wenn mich jemand fragt, wie war das Essen, dann denke ich. Oh, herrlich. Noch einmal, kommt zusammen. Kann ruhig schleifen und das muss ja nicht, man muss den Genuss hören. Gelingen, gelangen. Noch mehr G.
Gelingen. Bei diesen Übungen müssen wir immer schauen, dass der Klangfluss immer weitergeht. Dass immer gelingen. Der Fluss geht weiter. Gelingen. Verlieben, verloben. Ich bin schon wieder zu schnell. Aber machen wir es langsam, komm. Verlieben, verloben. Es gibt immer so ein paar Typen von Verliebtsein. Die einen denken sich, ah, so schön. Ich gehöre zu dieser Sorte, ich denke mir, so schön. Ah. Verlieben, verloben. Die säuselnden Sechsten. Wir haben immer ein Lächeln im Gesicht. Für uns ist das ganz, ganz easy. Die säuselnden Sechsten. Bei mir ist es so, ich habe den Bildschirm. Ich sehe mich, was ich jetzt gerade mache. Falls ihr einen Spiegel habt, schaut euch mal an, wie viel eigentlich der Mund macht. Die hemmenden Terzen. So wenig wie möglich, aber so viel Klang, wie es nur geht. Die hemmenden Terzen. Dinge, donge, ding, ding. Dinge, donge, ding, ding. Menge, mange. Menge, mange, das ist entspannt. Menge, mange. Immer wieder entspannen, lockern, auch die Beine schütteln. Yes. Das Lied, das wir letzte Woche wieder aufgenommen haben. Mal langsam. 1, 2, 3. Letztes Mal. Das sollte dann das Endtempo sein. Komm noch einmal und go! Komm, noch einmal! Rossini! Rossini. Rudi, du musst auch singen. Komm.
Ihr müsst alle ein Gesicht machen wie bei Rudi. Und Rossi, Rossi, Rossini. Rossi, Rossi, Rossini. Rossi, Rossi, Rossini. Rosanna, Rosa, Rosa, Rosanna. Rosa, Rosa, Rosanna. Rosa, Rosa, Rosanna. Und ein letztes Mal. Rosa, Rosa, Rosanna. Und lösen. Einmal strecken. Rudi hat eine kleine Freundin, aber er möchte mir den Namen nicht sagen. Und Rudi hat ja jetzt viel gearbeitet und musste ja den Weihnachtsmann und den Schlitten durch die ganze Welt chauffieren und schieben und fliegen. Jetzt ist er ein bisschen müde und er kommt müde nach Hause und sagt: Signora, 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 ich bin so müde. Signora, 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 Signorina. Die Signorina sieht ihn. Monsignore, 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 Monsignore. Jetzt freut sich auch der Rudi. Signora, 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 Signora. Wir tanzen, Signora. Signora, Signorina. Rudi und die Signora. Monsignore, 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 Monsignore. Monsignore, Monsignore. Ja, da ist Rudi wieder glücklich, dass er wieder bei der Signorina ist. Jetzt können sie zusammen Weihnachten feiern. Ihr habt mir, also ich habe letztes Mal gesagt, falls ihr den Weihnachtsbaum schon habt, schickt mir ein Foto. Wenn ihr 20 macht, dann mache ich einen Kanon. Leider habe ich nicht 20 Fotos bekommen. Ich habe mehr als 20 Fotos bekommen. Viel, viel mehr. Das heißt, der Kanon ist da. Wir machen ihn auf jeden Fall. Aber ich schulde euch natürlich auch ein Foto von meinem Weihnachtsbaum. Hier ist er. Schön, oder? Ja, also mir gefällt das sehr. Zusammen mit meiner Signorina haben wir den gemacht. Und da kommt einfach Freude auf, wenn ich diesen Baum sehe. Ist das nicht schön? Und jetzt, wir genießen jetzt diese Tage noch den Baum. Also das ist jetzt mein Baum. Und für alle Bäume kommt folgender Kanon. Es nennt sich Weihnachtsbaum Festtagstraum. Und weil mir so viele ein E-Mail geschickt haben mit ihrem Baum, da dachte ich, da kann ich nicht einfach irgendeinen Kanon machen. Das muss dann schon ein großer Kanon sein. 4 Einsätze und wirklich sehr lange Einsätze. Ihr seht schon, ihr seht eigentlich nur noch mein Gesicht. Und der geht so. Aus der Schonung in die Wohnung, Weihnachtsbaum, Festtagstraum, Möbel rücken, Bäumchen schmücken, stille Nacht, Schnee fällt sacht und im Zimmer Kerzen schimmer, Weihnachtszeit, Friedsamkeit, Jahreswende, Bäumchenende, bleibt allein, froher Schein. Aus der Schonung in die Wohnung, Weihnachtsbaum, Festtagstraum.
Schön, oder? Ein wunderbarer Text. Kann euch jetzt nicht sagen, von wem der ist. Natürlich nicht von mir. Ich könnte nie so etwas Tolles schreiben. Und der beschreibt so ein bisschen die ganze Zeit mit dem Baum, oder? Also wir nehmen ihn aus der Schonung in die Wohnung. Was für ein Traum. Wir müssen das Bäumchen schmücken. Stille Nacht, Schnee fällt, sagt er. Naja, nicht überall, also bei uns fiel der Schnee nicht. Und im Zimmer Kerzenschimmer, Weihnachtszeit, Friedsamkeit. Dann kommt natürlich die Jahreswende, Bäumchens Ende. Bleibt allein, froher Schein. Und was bleibt da? Was bleibt? Die schöne Erinnerung an diese wunderbaren Tage. Singen wir die erste Zeile. Aus der Schonung in die Wohnung, Weihnachtsbaum, Festtagstraum. Noch einmal. Es macht immer ti pa 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 ti ra ta pa pa pi ta ra ta pa pa pa. Das kann man sich gut merken, oder? Und auch von den Tönen her ist es nicht so schwer. Aus der Schonung in die Wohnung, Weihnachtsbaum, Festtagstraum. Und letztes Mal. Aus der Schonung in die Wohnung, Weihnachtsbaum, Festtagstraum. Weiter. Den musste ich einfach bringen mit Stille Nacht. Stille Nacht wäre es eigentlich gewesen, aber es hätte nicht geklappt. Stille Nacht, Schnee fällt sacht. Nur das. Stille Nacht, Schnee fällt sacht. Immer ein paar Zitate von bekannten Liedern, die wir kennen. Zweite Zeile. Möbel rücken. Und das müssen wir, das soll auch wirklich so ein bisschen so dieses Rücken sein. Rücken. Zusammen. Möbel rücken, Bäumchen schmücken, stille Nacht, Schneefall sacht. Und das soll wirklich wie bei Stille Nacht sein. Von vorne. Aus der Schonung in die Wohnung, Weihnachtsbaum, Festtagstraum, Möbel rücken, Bäumchen schmücken, stille Nacht, Schnee fällt sacht weiter. Dann wirklich von oben nach unten. Also können wir uns vorstellen, wir sind jetzt hier schon beim, wo sind wir da? Hier schon zu oberst, also hier oben und gehen dann ganz langsam nach unten. Und dann sind wir eigentlich, in der dritten Zeile sind wir schon bei den Geschenken. Und im Zimmer. Dritte Zeile. Und im Zimmer Kerzen schimmer, Weihnachtszeit, Friedsamkeit. Singen wir noch einmal erste bis dritte Zeile. Aus der Schonung in die Wohnung, Weihnachtsbaum, Festtagstraum, Möbel rücken, Bäumchen schmücken, stille Nacht, Schnee fällt sacht und im Zimmer Kerzen schimmer, Weihnachtszeit, Friedsamkeit. Ja, und dann am Schluss natürlich, ist es ein bisschen traurig, dass wir den Baum wegschmeißen müssen, aber vielleicht habt ihr ja auch einen Plastik-Weihnachtsbaum oder einen aufblasbaren Weihnachtsbaum. Keine Ahnung, ob es das gibt. Oder ihr habt den Baum draußen und der ist in der Erde und der wächst dann einfach mit. Habe ich auch bekommen. Kommt, singen wir. Jahreswende,
Das ist auch ein bisschen die Freude, dass ein neues Jahr beginnt. Jahreswende, Bäumchen, Ende, bleibt allein, frohes Schein. Einfache Melodie, oder? Das ist schon alles. Vier Töne, oder fünf? Jahreswende, Bäumchen zende, bleibt allein, froher Schein noch einmal. Jahreswende, Bäumchen zende, bleibt allein, froher Schein. Singen wir's. Einmal im Kanon zusammen, setzt ein, wo ihr wollt. Wir singen es ein paar Mal durch. Aus der Schonung in die Wohnung, Weihnachtsbaum, Festtagstraum, Möbel rücken, Bäumchen schmücken, stille Nacht, Schnee fällt zart und im Zimmer Kerzen schimmern. Letztes Mal aus der Schonung in die Wohnung, Weihnachtsbaum, Festtagstraum. Ja, schön. Hä? Das ist mein Geschenk an euch, mein Weihnachtsgeschenk, dass ihr mir so viele E-Mails geschickt habt mit Bäumchen, aber auch mit Zeilen, mit Gedichten. Ich bin immer froh um solche Sachen. Schickt mir weiterhin. Auch wenn ihr es jetzt nicht seht, heißt es nicht, dass ich es nicht schon gemacht habe. Irgendein Gedicht, das ihr mir geschickt habt, vertont habe. Daniel@einzigen-um-9.ch. Genau. Könnt ihr mir alles schicken, was ihr möchtet. Habt ihr noch andere Weihnachtsbäume? Dann schickt mir auch das. Ich freue mich über jeden Baum, über jede Zeile, die ihr mir schickt. Yes! Wir kommen zum Kanon, den ich für Julia gemacht habe. Den möchte ich jetzt auch noch mit euch singen. Ich hoffe, es hat ihr gefallen. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Für Julia zum Advent heißt das. Und Julia und euch allen, auch Barbara, Simone, Mark, Konstantin, Gwendolin, Edward, alle, die irgendwie mit dem Jale, die mit dem Einzigen zu tun haben, auch ihr alle, euch wünsche ich genau das. Ich wünsche dir Zeit zu allen Zeiten, dass du immer Zeit hast, dass du nie einen Stress hast, dass du immer das machen kannst, was du möchtest. Lass dich nicht hetzen, lass dich leiten von deinem Herz, von deinem Herzen. Von deinem Herz, der inneren Uhr. Sie zeigt dir, wo es manchmal ein bisschen mehr Zeit
wo du ein bisschen mehr Zeit brauchst, wo du ein bisschen weniger Zeit brauchst. Und gehe nach Verstand, nicht nur nach dem Verstand, sondern auch nach deinem Herzen. Kommt, wir singen das. Ich singe es einmal vor. Ich wünsch dir Zeit zu allen Zeiten. Lass dich nicht hetzen, lass dich leiten. Von deinem Herz der inneren Uhr und gehe nach Verstand, nicht nur. Ich wünsch dir Zeit. Die Zeit ist los, wer fängt sie an? Ist schon fast dasselbe wie bei Zeitlos. Komm, singen wir. Ich wünsch dir Zeit. Ich wünsch dir Zeit zu allen Zeiten. Lass dich nicht hetzen, lass dich leiten. Genau, das muss ich besser machen. Noch einmal von vorne, der Dani muss das auch üben. Ich wünsch dir Zeit zu allen Zeiten. Lass dich nicht hetzen, lass dich leiten. Von deinem Herz der inneren Uhr und gehe nach Verstand, nicht nur. Ich wünsch dir Zeit zu allen Zeiten. Lass dich nicht hetzen, lass dich leiten. Von deinem Herz der inneren Uhr und gehe nach Verstand, nicht nur. Ich wünsch dir Zeit zu allen Zeiten, lass dich nicht hetzen, lass dich leiten, von deinem Herz der inneren Uhr und gehe nach Verstand, nicht nur. Ich wünsch euch Zeit zu allen Zeiten, lasst euch nicht hetzen, lasst euch leiten von eurem Herz der inneren Uhr und gehet nach Verstand, nicht nur. Ich wünsch euch Zeit. Ja. Und Zeit für was? Zeit, um mit seinen Liebsten zu sein. Denn das ist meiner Meinung nach Weihnachten, um die Leute wieder zu sehen, auch wenn es nur über den Bildschirm ist, um ein bisschen Zeit zu haben, um ihnen eine Grußbotschaft zu richten, ein Video, ein Lied, das man zu Hause aufgenommen hat, was auch immer. Für das ist Weihnachten da. Und ich hoffe natürlich, dass Weihnachten auch unter dem Jahr ist und nicht nur am 4. und 25. Dezember. Weihnachten kommt, Weihnachten geht, Weihnachten wird es. Vielleicht. Und ich kenne Orte, an denen es nicht wirklich Weihnachten ist. Und an die denke ich an diesen Tagen besonders, an die ganzen Flüchtlinge in Griechenland und sonst wo auf der Welt, an all die Kinder, die nicht das warme Zuhause haben, die wir haben, und die Spielsachen bekommen, die wir vielleicht bekommen. Weihnachten kommt. Weihnachten kommt.
versprochen. Sollten wir wieder singen können und es ist dann wieder Weihnachten, dann mache ich irgendein Weihnachtssingen, wo auch immer. Und dann singen wir diesen Kanon. Ich möchte mal hören, wie das ist, wenn da 50 oder mehr Menschen diesen Kanon singen. Versprochen. Also, großes Ehrenwort, wenn die Zeit wieder da ist, dann werden wir zusammen singen. Großes, großes Ehrenwort. Wir werden das irgendwann mal machen. Wir wollten das ja, aber da hat uns die Situation wieder einen Strich durch die Rechnung gemacht. So ist das halt. So ist es im Leben, aber wir hören nicht auf zu singen, wir hören nicht auf zu lächeln. So wie Rudi hier. Rudi, genau, er wünscht euch auch ebenfalls alles Gute für diese Tage. Genießt es, wir sehen uns übermorgen, am Dienstag. Dann wieder mal live. Ich freue mich, euch dann auch zu sehen. Macht es gut, genießt den Sonntag, wir sehen uns bald wieder. Und tschüss.